Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power City. Mittlerweile die dritte Ausgabe und es ist fast spät in der Nacht. Die Kinder sind alle im Bett und wir Erwachsenen können jetzt allein in Ruhe aufnehmen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir auch gleich los und verbinden uns auf den Server Connect to FTP Project. Und ja, es geht gleich mal so richtig los. Ich muss hier so ein paar Einstellungen immer mal wieder ein bisschen ausprobieren, weil ich bin ja noch ein totaler Noob und Neuling. Darum verzeiht mir, wenn ich den einen oder anderen Fehler mache. Ich lerne gerade ohne Ende und deswegen, naja. Ich hoffe, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass zum Schluss irgendwie dann doch irgendwann mal eine sehr geile Folge rauskommt, die euch gefällt. So, und wir sind jetzt auf dem Server und ja, wir haben jetzt ja so ein bisschen Zeit, weil wir ja endlich mal ein bisschen, es blinkt aber ein bisschen, muss ich sagen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Haben wir denn unser Eisen? Ja, unser Eisen ist da. Wunderbar, und wir sind Level 5, also natürlich auch ein Träumchen. Dann machen wir uns gleich mal einen Eimerchen, weil dann gehen wir nämlich raus. Warum haben wir nur so wenig Flachs? Ah, hier haben wir unsere Samen. Die werden wir jetzt nämlich brauchen, weil wir nämlich da draußen gleich etwas tun werden. Und zwar ein Feld anlegen. Denn das brauchen wir. Warum mache ich eigentlich, wenn ich bereits hier so viele Stöckchen am Start habe? Ja. So, ich gewöhne mich hier noch ein bisschen an alles. Und während ich das tue, hoffentlich unterhalte ich euch da ein wenig. Wir werden jetzt nämlich ein Feld bestellen. Wir werden uns ein unendliches Wässerlein, einen unendlichen Brunnen basteln. Den machen wir uns, glaube ich, hier hin. Das wird hier alles noch kräftig umgebaut werden. Vermutlich während eines Livestreams. So lange wird es aber noch ein bisschen so sporadisch aussehen, wie bei den anderen auch. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt zuallererst mal Wasser. Ich glaube, hier... Großartig. Es regnet, aber ich glaube, ihr könnt gar nicht... Ihr hört den Regen nicht, ne? Warum ist das so seltsam? Man weiß es nicht. Trotzdem schön, dass ihr da seid und immer noch dabei seid. Und wir machen jetzt unser Wasserlöchlein befüllen. Na gut, wir hätten natürlich auch den Brunnen, aber ich glaube, da dürfen wir kein Wasser holen. So, und die Musik ist auch nicht an, fällt mir gerade auf. Ja, ihr merkt, es ist spät, aber so ist das eben. So, wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Schneller, 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 schneller. Da ist die Musik. Die Musik hatten wir das letzte Mal. Dann nehmen wir mal das hier. Ein bisschen leiser. So, und... Weiter geht's. Ja, ich bin ja wirklich ganz angetan hier von der ganzen Geschichte. Macht wirklich total Spaß. Und hätte ich erstmal gar nicht gedacht. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Und die Jungs sind einfach total nett und gut, der Golden, da dachte ich auch am Anfang so, alright, jetzt wird er mich die ganze Zeit trollen, aber es war dann doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ja, ich glaube, das ist einfach auch ein spannendes Projekt, wo man einfach in der Community zusammen Dinge tut, was dann auch gleich nochmal motivierender ist, muss ich sagen. Ich hatte jetzt mit den anderen noch nicht so viel Kontakt. Okay, das war's hier. Dann holen wir mal ein Schäufelchen. Und dann holen wir Wasser. Klappt super mit unserem endlosen Wasser. Habe ich irgendwie was... Ich dachte, das geht mit nur zwei. Oh, mache ich hier mein Feld kaputt? Naja, egal. So, ich dachte, das geht mit nur zweien. Aber so wie es aussieht, müssen wir wohl noch zweimal laufen. Macht nichts. Es blitzt und donnert, aber muss uns nicht groß stören, denn wir haben ja einen nur einen Wassereimer in der Hand. Überhaupt kein Problem. So, noch einmal. Wenn es dunkel wird, ist das auch kein Problem, denn wir haben ja mittlerweile ein Bett. Oh, und da muss ich übrigens noch eine Mission erfüllen. Und zwar habe ich das Bett geschenkt bekommen vom guten
Max von Gangster 300. Vielen Dank für das Bett. Vielen, vielen Dank. Ich überlege mir mal, was ich dir Schönes schenken kann. Da lernen wir uns am besten einfach noch mal ein bisschen näher kennen und dann finde ich heraus, was dir wohl Freude machen würde. So, und das müsste jetzt eigentlich unendliches Wasser sein. Sehr gut. Dann füllen wir das mal schön auf hier. Das war richtig clever. So, weil dann können wir nämlich demnächst, wenn wir dann tatsächlich... Oh, na, das mit dem Shader funktioniert ja hervorragend. Mal hell, mal dunkel. Da muss ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen was überlegen. Aber es fängt bereits an zu wachsen und das ist eine traumhafte Geschichte. Wie viel Holz habe ich eigentlich? Nicht unendlich viel. Was bedeutet, dass ich vermutlich auch nicht unendlich viel Zäune machen kann. Wobei ich jetzt hier auch nicht erwarte, dass allzu viel spawnt. Deswegen, ja. Aber wir könnten uns mal ein etwas anderes basteln. Wo sind unsere Stöcke hin? Hier. Und zwar bräuchten wir ein Tor. Tja, das war wohl nix. So, dann versuchen wir es mal so rum. Jawohl, das müsste eigentlich ein Zauntor geben. Davon machen wir aber für... Das gibt's ja gar nicht. Dann machen wir doch gleich nochmal eins, denn hier draußen sollte eigentlich nicht so eine Erdwand am Start sein. Sondern natürlich ein ordentliches Tor, dass das auch nach was aussieht. So, wunderbar. Dann haben wir hier ein ordnungsgemäßes Türchen. Und bei Zeiten wird das hier auch noch ein bisschen repräsentativer gemacht. Ich finde es ja ganz cool mit den Farben, muss ich sagen, dass man so ein bisschen sieht, wer wo ist. Aber, ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Systemding. Aber es muss natürlich eigentlich nach Dorf aussehen. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob ich so super zufrieden bin mit der Farbe. Aber vielleicht muss man die natürlich auch einfach drauf lassen. So. Dann hätten wir das. Dann schauen wir jetzt mal, was unser aktueller Status ist. So, wir haben hier noch ungebratenes Fleisch. Das werden wir natürlich gleich mal reinschmeißen. 5 Hähnchen, das ist natürlich ein Traum. Die Eier, die werden wir mal hier reinpacken und werden die mal später für etwas anderes gebrauchen. Dann haben wir Kupferohr, das können wir auch gleich mal einschmelzen. Eisen haben wir hier. Das werden wir aber erst nochmal ein bisschen sorgfältig mit umgehen. Erde packen wir auch hier rein. Kies packen wir hier rein, werden wir wahrscheinlich für Erde und sowas brauchen. Wir brauchen aber noch unbedingt Spitzhacken. So. Die können wir nicht hier machen. Und auch nicht hier. Wie viel Eisen haben wir? 4. Vielleicht machen wir eine Spitzhacke aus Eisen. Denn wir brauchen ja auch die Möglichkeit, Dinge abzubauen, die man mit Steinen nicht abbauen kann. Deswegen machen wir das da hoch. Hier rüber. Machen wir mal hier eine andere Sortierung an Start. So, dann das und dann brauchen wir wieder neue Stickies. So, dann bauen wir uns nochmal eine, nein, noch eine Holzspitzhacke, wie komme ich auf die Idee? Natürlich nochmal eine Steinspitzhacke hierhin. So, Schäufelchen haben wir noch, ist auch noch grün, Schwert sieht auch noch gut aus. Dann würde ich mal sagen, sehen wir jetzt momentan eher etwas sparsamer. Wie sieht es mit unserem Hühnchen aus? Und draußen ist es dunkel geworden. Jawohl, es wird draußen dunkel, das ist wunderbar. Dann machen wir hier den Laden dicht, holen die Hühnchen raus, packen gleich mal das Fleisch rein. Das kann schön braten. Während wir... Warum sind hier so wenig Fackeln? Oder kommt es mir nur so vor? Ja, die machen nicht so richtig hell mit dem... das war vorhin schon mal das Problem, ne? Mit den Shadern. Aber ich finde es einfach tagsüber richtig gut. Und deswegen packen wir jetzt noch hier den Eimer nochmal rein. Das Eisen rein. Jawohl, die Steaks haben wir auch durch. Können wir gleich mal die reinmachen. Das holen wir nochmal raus, die Kohle, und machen daraus nochmal Fackeln. Denn wir werden die Fackeln brauchen, weil wir nämlich gleich nochmal runtergehen und abbauen. Wir brauchen nämlich dringend noch wesentlich mehr... Die Musik habe ich mal kurz verblüfft. Wir brauchen nämlich wesentlich mehr... Und es regnet natürlich noch immer. Wesentlich mehr Eisen und so weiter. Ah, wunderbar. Das will ich sehen, deswegen habe ich Shaders installiert.
So, und ich hatte beim letzten Video das Problem, dass aufgrund seiner Länge mal wieder die Bewegungen meines Kopfes nicht syn... Hier lang? Nicht synchron mit den Bewegungen meiner Lippen waren, meiner Stimme, besser gesagt. Und das geht natürlich nicht. Deswegen habe ich jetzt versucht, laufe ich in die richtige Richtung? Eieiei, ich habe mich schon wieder... Ich muss dringend einen Wegpunkt setzen. Wo war denn meine Höhle? War die hier drüben? Ich hoffe mal ja. Wir suchen sie jetzt einfach mal. Notfalls nutzen wir die Zeit und schlachten noch ein paar Schweinchen. Das war aber gar nicht so weit weg, glaube ich. 170 Meter. Gut, da können wir uns... da können wir uns ein bisschen lang suchen an den 174 Metern, glaube ich, war das. War das hier durch? Ich glaube, ja. Da haben wir noch einen Huhn. Guten Tag. So, bling bling. Ja, wir hatten Probleme mit den... Schafe, Schweine, wie schön. Wunderbar, ein bisschen Wolle, kann nicht schaden. Und nein, hier sind wir, glaube ich, falsch. Wunderbar, aber dann nehmen wir einfach mal ein bisschen Schwein mit. Ja, wir hatten Probleme mit der Spur irgendwie. Und fragt mich nicht, woran das genau lag. Ich habe jetzt mal auf jeden Fall meine Webcam ein bisschen anders eingestellt. In der Hoffnung... 199. Wir sind zu weit weg. Ich glaube, das war hier hinten. In der Hoffnung, dass jetzt dieser Fehler behoben ist. Es tut mir auch leid, aber ich bin halt ein Noob. So ist das halt. Und ich versuche jetzt halt ein paar Dinge aus und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, ist das vielleicht hier gewesen? Jetzt habe ich doch tatsächlich meine Höhle verloren. Gibt's ja gar nicht. Aber dann erkunden wir eben ein bisschen die Umgebung. Das kann ja aber eigentlich nicht allzu weit gewesen sein. Oh, ich habe ja richtig Hunger. Denn da hinten ist ja bereits unser Dorf. Das waren irgendwie 174 Meter. Ich weiß gar nicht. Tja, vielleicht in diese Richtung. Habe ich doch glatt meine Höhle verloren. Das ist wirklich sehr schade. War da Schnee dabei oder war da kein Schnee? Weil dann müssten wir im Prinzip in die andere Richtung gehen. Ich schaue gerade mal, wie lange wir schon aufnehmen. Okay, wir haben noch massig Zeit. So, jetzt wieder das richtige Fenster finden. Dankeschön. Tja, wo gehen wir lang? Ich würde mal sagen... Wir gehen hier lang. Ist ja eigentlich auch mal ganz interessant zu sehen, was die anderen jetzt hier schon so ein bisschen gebastelt haben. Aber so wie es aussieht, noch nicht allzu viel. Ja, schön ist es hier auch. Und was ist eigentlich das hier? Tja, ein Wiesenbienenstock. Da werde ich mich mal informieren, was man damit alles machen kann. Ich vermute jetzt mal ganz spontan, dass es sich hierbei um Honig handelt, den man da rausholen kann. Und tja, das würde bedeuten, dass man da vermutlich... irgendein Skillboard oder ein Werkzeug oder so. Das wäre natürlich ganz geil. Und damit ist das hier jetzt auch eine kleine Erkundungstour geworden, sozusagen, diese Folge. Allein aus dem Grund, weil ich meinen Eingang zu meiner Höhle nicht mehr gefunden habe. Wie viele Meter sind wir weg? 124. Das heißt, das könnte natürlich jetzt hier irgendwo noch im Umkreis sein. Hier ist auch eine Höhle. Ich erinnere mich eigentlich noch an eine Höhle. Aber das war natürlich in so einer kleinen Bucht. Vielleicht ist es sogar schon hier. Yeah, wir haben es gefunden. Ein Träumchen, super. Eigentlich eine richtig geile Stelle. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, naja,
wo man Leute hinrichtet oder so Eingang wie ein Tempel oder sowas. So, und jetzt müssen wir mal eine tolle neue Funktion ausprobieren, nämlich hier, gehen wir auf Options. Dann, nö, schon mal falsch. Das war, glaube ich, M. So, dann Wegpunkte. Neuer Wegpunkt. Und zwar diesen Wegpunkt nennen wir dann mal Droid Boys erste Mine. So, auch schön falsch geschrieben. Das macht aber nichts. So, aktiv an. Ja, fertig. Sichtbar. Wunderbar. Fertig. Zurück zum Spiel. So. Und jetzt müsste doch hier... Ja. Jetzt befindet sich hier tatsächlich ein weiterer Waypoint. Und wir finden natürlich dann auch Dinge. Und dann gehen wir mal hier runter. So. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht... Boah, flackert ohne Ende. Das bedeutet für uns, wir machen die Shader wieder aus. Ist schade eigentlich, total schade, dass man das nicht auch ordentlich mit Shader spielen kann. Und wir müssen jetzt noch hier mal unbedingt ein bisschen graben und unbedingt auch Dinge finden. Denn, jawohl, Spitzhacke habe ich dabei, alles gut. Dann bauen wir hier auf jeden Fall das Eisen ab. Wir brauchen dringend Eisen, wir brauchen dringend auch jedes andere Mineral. Ja, sonst können wir hier gar nichts machen. Ich glaube, Copper war laut Golden LP ja noch auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, ich habe noch gar keine Ahnung. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal kräftig Ressourcen suchen und sammeln. Und ja, da seid ihr jetzt natürlich notgedrungen mit dabei. Ich habe aber vor, einen Livestream zu machen. Und in diesem Livestream werde ich dann hauptsächlich Ressourcen abbauen. Und weil einfach das ein bisschen langweilig ist und das natürlich nicht unbedingt hier drin sein soll, wo es eigentlich dann doch ein bisschen spannender ist. So. Außerdem dürft ihr mir natürlich... Oh, 6, die Zahl des Teufels. Dürft ihr mir natürlich... Das war ja klar. Dürft ihr mir natürlich jederzeit... warum baue ich den eigentlich ab? Jederzeit gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche und Träume, Sehnsucht und Hoffnungen habt, was ihr gerne in diesem Let's Play haben würdet. In diesem... Spiel, denn ja, gut, ihr habt einfach ein bisschen mehr Erfahrung wie ich, glaube ich, zumindest mal beim Zuschauen. Ich habe bisher nur ein paar Sachen in der Art gesehen. Varro ist ja nicht ganz so das Ding, da geht es ja eher darum, sich gegenseitig, also so ein bisschen Last Man Standing abzuschnetzeln. Und das wäre schon gut gewesen, wenn ich mir eine Schaufel mitgebracht hätte. Tja, so ist das. Aber ich sehe Kohle. Träumchen. Die nehmen wir natürlich mit, sobald wir da auch ran dürfen. Dann machen wir hier mal eine Fackel hin. So, wunderbar, da sehen wir auch ein bisschen was. Ja, wunderbar, dann bauen wir das ab. Sehr besinnliche Musik heute. Gibt es hier noch mehr Kohle? Ja, gibt es. Oh ja. Herrlich, herrlich, super. Nehmen wir natürlich alles mit, alles mit. Wir sind wirklich nicht allzu reich bestückt mit Dingen. Außerdem werden wir dann versuchen, sobald wir mal Diamanten haben, eine Schildkröte zu machen. Ganz einfach, weil die anderen schon irgendwie eine Schildkröte haben. Und mit der man, die wohl einem automatisch Sachen abbaut. Das kann man wohl mit diesem Modpack. Jetzt bin ich ja an für sich nicht so der Typ, der so auf eigentlich auf so Cheats und sowas steht und lieber selber Hand anlegt und Sachen rausholt aus dem Berg. Aber naja, das ist Teil dieser Modpacks und dann ist das auch okay so. Die anderen machen es auch. Und letztendlich bedeutet es eigentlich für euch, dass wir uns nicht mit so langweiligen Dingen wie Mining und sowas abfinden müssen, auch wenn es natürlich eigentlich ein wesentlicher Bestandteil des Spiels ist, ich weiß und so weiter und so fort, aber naja, kann man schon mal machen. Trotzdem werde ich bei meinem normalen Let's Play, wo es demnächst auch wieder ein paar News geben wird, weil ich habe ja 17 Computer zwischendurch irgendwie gehabt, austauschen müssen und so weiter und so fort, erzähle ich euch alles aber nachher in dem normalen Minecraft Let's Play. Was soll ich sagen? Dann mit dem geht es natürlich weiter. Wow, was habe ich denn hier Geiles gefunden? Wir nehmen mal vorsichtshalber, dieses Lied will ich auf gar keinen Fall hören. Vorsichtshalber nehmen wir mal
Okay, was haben wir gefunden? Was ist das? Nikolite. Was? Der ganze Berg war aus Stein. Nur Icke fand Nikolite. Oder so ähnlich. Ja, ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Das wird schon irgendwas ganz Besonderes sein. Vielleicht was zum Verzaubern, würde jetzt der Golden sagen. Wir schauen mal hier. Ist da noch was drunter? Jawohl, meine Nase hat mich nicht getrogen. Findet sich noch etwas mehr Nikolite. Und selbst wenn ich damit dann überhaupt nichts anfangen kann, vielleicht kann ja damit dann einer meiner Mit-YouTuber was anfangen. Versteckt sich dahinter vielleicht auch noch etwas? Nope. Jetzt weiß ich gar nicht. Braucht man dafür unbedingt die Eisenspitzhacke? Zur reinen Vorsicht nehme ich das mal. Und wir schauen mal kurz auf die Zeit. Ah, okay. Ich muss so langsam wieder raus und nach Hause. Ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt noch hier so ein bisschen Fensterspringen mache. Ich habe noch keinen Wecker gestellt. Auch so ein kleines Learning, das ich hier mal machen muss. Okay, dann geht's also wieder nach Hause. Ihr seht, wir haben nicht allzu viel Zeit, beziehungsweise ich könnte ja eigentlich auch hier unten abbrechen und beim nächsten Mal einfach hier unten auch weitermachen. Das würde ich mal sagen, machen wir so. Dann haben wir jetzt diese Folge so ein bisschen abbauen am Start gehabt und nächste Folge werden wir auch ein bisschen abbauen. Und dann werden wir zurückgehen und alles schön eincraften. Ja, wir haben ja hier wunderbar noch was zu essen am Start. Gut, dann würde ich sagen, haben wir nämlich noch ein paar Minütchen. Wir dürfen nämlich 25. Dann können wir hier noch ein bisschen weiter buddeln und ja. Dann geht es so langsam auch hier zur Sache. So, wir dürfen übrigens jederzeit... Oh, da unten sind auch wieder Dinge. Hat sich also gelohnt. Dürfen wir jederzeit auf Twitter schreiben. @boydroid ist mein Twitter-Name. Oder natürlich gerne auch auf YouTube. Dürft ihr mich abonnieren oder ein Däumchen hinterlassen. Wie auch immer euch beliebt, macht bitte irgendwas. So, wir haben was Neues gefunden. Und zwar... Uranium-Ohr. Interessant. Damit werden wir wahrscheinlich ein Atomkraftwerk bauen können oder eine Atombombe. Und das wollte ich schon immer mal machen. Ich hoffe, das werde ich natürlich nicht vertaggen, weil sonst wird mich die NSA... Sonst wird die NSA anfangen, meine Videos zu gucken. Und naja, man muss ja auch nicht um jeden Preis die Leute dazu bringen, seine Videos zu schauen. Aber so eine Atombombe würde ich natürlich schon gerne mal bauen. So, dann wird mir hier noch ein bisschen was angezeigt. Das ist ja auch ganz neu für mich hier mit der Minimap, wenn ihr mal oben rechts reinschaut. Ich vermute mal, das Rote ist Lava. Auf dieser Ebene, in diese Richtung, finde ich vermutlich Lava. Finde ich eine coole Sache. Ist eigentlich ganz nett so. Und gerade bei so Projekten, wo es eher so ein bisschen um Community und so geht. Aber ich habe keine Schaufel, fällt mir gerade auf. Hier gibt es so viel Gravel, dass ich mir auch fast überlege, hier nochmal kurz ein Mining, ein Crafting Table zu machen. Außer ist jetzt gleich mal Schluss hier mit dem ganzen Gravel. Bitte? Bitte, bitte zu Ende. Gravel. Eieiei. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Gravel auf einmal gesehen. Immer noch Gravel. Das war ja klar. Der Gravel ist sich nicht zu scheel. Ja, dafür dürft ihr mich gerne kloppen. Für diesen Wortwitz. So. Was Gravel angeht, sind wir auf jeden Fall sehr gut bestückt. Und es geht immer weiter mit diesem Gravel. Ist jetzt gut mit dem Gravel. Alter, Alter. Okay, wir graben uns hier ein bisschen runter. Vielleicht können wir dem Gravel auch entgehen. Bedrock. Sehr geil. Okay, wir haben unten die Talsohle erreicht. Dieses Eisen bauen wir noch ab. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir sind unten angekommen. Ich vermute mal, oh ja, hier gibt es richtig viel Lava. Und hier gibt es vermutlich auch irgendwo Diamanten. Und auf den Diamanten, nach den Diamanten werden wir das nächste Mal suchen. Wenn es wieder mal heißt, herzlich willkommen zu Power City, dem cool neuen Minecraft-Projekt, bei dem ich mal dabei sein darf. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen nach oben da oder ein Abonnement. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis denn, ne? Bis denn. Tschüss. Oh, muss ich ausloggen? Verbindung drin. Tschüss.